Hi und herzlich willkommen zur ProVita Lebensfreude Lounge mit den Sacred Conversations zwischen Mutter und Tochter. Dieser Podcast ist von und mit uns, Irmgard Anna Bronder und Madeleine Viola Milena Ries. Wir wollen dich dazu inspirieren, mehr Freude, Spaß und Leichtigkeit in dein Leben zu lassen. Wir möchten für dich die Einladung sein, dich wieder lebendig zu fühlen und deine eigene wahre Größe zu erkennen. Unsere Absicht liegt darin, unsere eigene Wahrheit auszusprechen und zu teilen und dich dazu zu ermutigen, dasselbe mit deiner Wahrheit zu tun. Fühl dich frei, dich selbst zu finden und den schönsten Moment der Welt zu erleben. Das jetzt. Welcome, welcome zu einer neuen Folge deines Lieblingspodcasts in den Sacred Conversations. Heute wird es wirklich heilig. Wir reden heute über Träume und zwar die in der Nacht. Und zwar, was sind Träume, beziehungsweise jetzt nicht aus einer wissenschaftlichen Sicht heraus, sondern aus der Sicht, wie wir Träume betrachten, welche Botschaften sie für uns haben und wie ich meine Träume auch Anführungsstrichen analysieren kann und die Botschaft daraus empfangen kann. Vielleicht fange ich einfach mal an zu erzählen. Ich denke, die erste Botschaft ist schon mal, Träume haben Botschaften in sich. Da ist immer etwas dabei, was wir lernen dürfen, was unser derzeitiges Leben betrifft. Und was ich jetzt auch schon öfter gehört habe, ist, dass wenn man träumt, die Dinge, die man träumt, ist oft etwas, was man am Ende nicht, am Tag nicht zu Ende gedacht hat. Dass da irgendwie ein Gedanke aufgegriffen wurde am Tag, der dann in der Nacht zu Ende gebracht werden will, weil auch unser Gehirn ist ja so quasi konfiguriert, dass wir Lücken füllen, dass gewisse Dinge einfach nicht lückenlos einfach so stehen bleiben, sondern dass das Gehirn automatisch Lücken füllt. Und durch Träume passiert ja zum einen diese Verarbeitung des Tages, so oder ne, Dinge, die passiert sind, Situationen, die wir erlebt haben, wenn gewisse Gefühle aufkamen und je nachdem, wie verbunden wir mit unseren Gefühlen sind, zeigt sich das natürlich auch in den Träumen, weil wenn ich weniger verbunden bin, sage ich mal, dann wird es in den Träumen natürlich deutlicher, damit wir es klarer auch sehen können. Und zum anderen tragen Träume eben auch ganz, ganz bestimmte Botschaften oft in sich. Und da kann es zum Beispiel sein, kann eine ganz klare Botschaft sein. Da gehen wir auf jeden Fall entweder in dieser oder in einer der nächsten Podcast-Folgen drauf ein, was bei uns da kam. Oder da gibt es nämlich ein aktuelles Beispiel, dass da klare Botschaften sind. Es kann aber auch sehr subtil sein. Also manchmal ist es so, dass es in einem Traum wirklich so ganz klar, da kommt auf einmal eine Stimme oder du erinnerst dich an einen Satz, der gesagt wurde und der hat schon einfach die Botschaft des Tages oder deines aktuellen Lebens mit sich. Oder es ist sehr subtil, da gehen wir noch auf Gefühle ein. Aber jetzt würde ich zum ersten Mal vielleicht dir den Raum lassen für eine Übung, die richtig gut ist, wie man irgendwie so eine klare Botschaft für sich rausfiltern kann, wenn die anderen zwei Sachen nicht funktionieren. Also auf die zwei Sachen gehen wir gleich ein. Aber so, wenn ich mich an meinen Traum erinnere, aber nicht so richtig weiß, hey, was soll das jetzt bedeuten? Was ging denn da ab jetzt? So, und vielleicht hast du... Ja, sehr gerne. Als ich dir jetzt so gelauscht habe, ist mir gerade tatsächlich ein Traum eingefallen, das muss so 2015, 16 gewesen sein. Ist jetzt total spannend, dass ich mich gerade daran erinnere. Und wenn man jetzt mal sieht, wie lang ist das her. Aber das ist mal auch gleich auch so der Hinweis, wenn ich dir jetzt hier was mit an Hand gebe oder euch hier mit was an Hand gebe, dass ihr auch wisst, das sind Dinge, die wir selbst praktizieren, sonst könnte ich mich an diesen Traum ja gar nicht mehr erinnern. Unsere Träume haben immer Botschaften für uns. Und das muss, wie gesagt, 2015, 2016 gewesen sein, wo ich nachts mal geträumt habe,
dass unsere Nachbarin, damals haben wir ja noch in Deutschland gewohnt, dass die Nachwuchs bekommen hat. Und das war alles so real. Ich habe die besucht und habe da ein kleines Kind im Kinderwagen gesehen und kann mich aber auch noch gleichzeitig daran erinnern, dass ich mich im Traum aber auch gefragt habe, wieso hat die Nachwuchs gekriegt? Die ist ja rein vom Passalter her nicht mehr in einem gebärfähigen Alter. So, das hat mich beschäftigt. Und dann habe ich diesen Traum gedeutet. Und das geht ganz simpel und einfach. Ich mache sowas immer gern mit der sogenannten Zwei-Stuhl-Technik. Ich stelle einen Stuhl hin, der steht metaphorisch gesprochen oder energetisch gesehen für den Traum. Und ein Stuhl, der steht für mich, die stelle ich gegenüber. Da macht man nichts anderes, als dass man das morphogenetische Feld wahrnimmt. Und dann habe ich mich auf den einen Stuhl draufgesetzt, der für meinen Traum stand, habe mich gegenüber im Stuhl quasi angeguckt und habe mich gefragt als Traum, was möchte ich dir damit sagen? Und habe dann so, um es jetzt abzukürzen, so die interessanten Botschaften bekommen. Und das ist ganz wichtig, diese Personen, die du im Traum auch schon mal siehst, wo du dir denkst, warum habe ich heute Nacht von Peter, von Gustav oder von der Sabine geträumt, von wem auch immer. Die stehen oftmals nicht für die Person als solche, sondern stellvertretend. Und in dem Fall hier, die Nachbarin, die stand stellvertretend für mich. Und das Kind, das sie da im Kinderwagen hatte, das stand stellvertretend für mein neues Kind im Hinblick auf das, was gerade dabei war, sich mit meinem Herzensbusiness zu entwickeln. Also ein neues Baby im Herzensbusiness ist am Entstehen gewesen. Und das hat mir damals die Rückenstärkung gegeben, die Ideen, die ich hatte, denen auch wirklich zu folgen und das umzusetzen. Deshalb war dieser Traum eine ganz, ganz wertvolle Botschaft für mich. Und so einfach kann man die Träume deuten. Also manchmal geht es bei mir auch ganz ratzfatz, dass ich sogar ohne da zwei Stühle hinzustellen, die Info bekomme, weil ich mich einfach frage, was will der Traum mir sagen? Aber die erste Zeit, als ich in der Richtung so unterwegs war und das auch gelehrt habe, weitergegeben habe, da habe ich gerne diese Zwei-Stuhl-Technik mir zunutze gemacht, weil dann kann man sich auf eine andere Art und Weise drauf einlassen. Und das ist so sensationell, was für exakte Botschaften wir durch unsere Träume damit erhalten. Und dann ist es natürlich ganz geschickt, wenn man denen auch folgen. Botschaften, die wir bekommen. Weil nur dann kann sich natürlich was ändern. Ne? Wenn ich Lust habe auf einen Marmorkuchen und das Universum stellt mir die Zutaten auf die Theke und ich mache nichts damit, naja, wird es schwierig, den Marmorkuchen aus dem Ofen rauszuholen, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ne? Genau. Genau. Ich hatte kürzlich, und dann noch die anderen Beispiele, ich würde das wirklich in so drei Sachen unterteilen, wie wir jetzt gesagt haben. Also es gibt ja so Träume, die sind so wirr oder so crazy teilweise, dass man jetzt irgendwie gar nicht so weiß, was hat das jetzt zu bedeuten gehabt. Aber man erinnert sich dran. Wenn man sich ja dran erinnert, dann ist es ja auch irgendwie, hat es ja auch irgendwie eine Bedeutung. Ne? Und man wacht auf. Das gerade. Mir fällt auch ein Traum ein, den ich noch heute Nacht hatte, aber ich habe mich noch nicht damit beschäftigt. Da kamen Amseln drin vor und Papageien, also diese blauen mit dem gelben Bauch. Ich habe noch nicht im Krafttierbuch nachgeguckt, aber das wäre auch, halt auch mal noch spannend, dass man nach solchen Symbolen schaut, ne? Aber wie gesagt, es gibt so die Träume, wo man irgendwie so gar nicht weiß, was das jetzt zu bedeuten hatte. Dann gibt es Träume, die enthalten schon eine sehr, sehr klare Botschaft. Also das zeigt sich dann. Das war vor ein oder zwei Wochen hatte ich einen Traum. Boah, was war denn das? Ich weiß nur noch die Botschaft. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich da geträumt habe. Ging irgendwie drum. Kam dann so, war dann so eine Stimme auf einmal. Ich habe irgendwie was gemacht, was auch immer. Und auf einmal war so diese Stimme da. Herr Madeleine, ihr Menschen. Ihr tut gerne so viel, nur um was zu tun, wo doch euer Sein rein. Das war dann so, das war dann so eine ziemlich klare Botschaft auch für mich oder für mein Leben in dem Moment. Statt einfach mal in dieser Energie zu sein, habe ich ganz, ganz viel gemacht, um irgendwas zu erreichen, um irgendwie, ne? Machen, 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 aber manchmal ist Machen halt einfach nicht der Sinn, ne? Und so wie du jetzt gesagt hast mit dem Marmorkuchen,
Das Leben ist halb-halb, also einerseits sein, auf der anderen Seite tun, aber das Sein ist noch viel wichtiger in dem Sinne jetzt. Das war so die Botschaft bei diesem Traum und es war sehr klar. Und ich bin aufgewacht und habe mich an diesen Satz erinnert. Mir würden jetzt auch noch mehr Beispiele einfallen, wenn ich mich also anstrengen würde, aber belassen wir es mal dabei. Dann gibt es aber noch eine dritte Art von Träumen. Und zwar spielen da deine Gefühle eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und das finde ich mega, mega spannend. Es ist tatsächlich auch so ein Traum, den ich jetzt letzte Nacht hatte, der uns jetzt hier zu dieser Podcast-Aufnahme gebracht hat. Ich glaube, es macht schon Sinn, ihn zu erzählen, oder? Ja, klar, gerne. Und dann gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, was das alles noch genauer zu bedeuten hat. Es geht um Gefühle. Ich erkläre es dir einfach mal so zuerst. Also wir träumen etwas und wir können dann beobachten, wie sich unsere Gefühle ändern. Das heißt, wir kommen in verschiedene Situationen. Es ist ein relativ realistischer Traum in dem Fall, wo wir dann ein gewisses Grundgefühl erstmal haben. Dann kommen wir in eine bestimmte Situation und die Gefühle ändern sich irgendwie in eine andere Richtung. So, und dann kann ich aufwachen und kann mir diese Gefühlsänderung anschauen und dann kann ich überlegen, wo in meinem Leben passiert diese Gefühlsänderung. Zum Beispiel träume ich davon, ich bin irgendwie glücklich und zufrieden, bin zu Hause, irgendwie alles gut. Dann kommt mein Partner heim und auf einmal kippt die Stimmung in meinem Traum und mir geht es nicht mehr gut. So, und das könnte dann zum Beispiel, könnte ich mich dann so zurückerinnern, ah, okay, irgendwie jedes Mal, wenn mein Partner heimkommt, der ist irgendwie total schlecht drauf oder so, bringt diese schlechte Laune von der Arbeit irgendwie mit. Und auf einmal geht es mir schlecht, ich fühle mich frustriert, ich was auch immer. Ne? Also diese spezifischen Gefühle, es ist ja dann auch nochmal ein Unterschied, bin ich dann traurig, bin ich frustriert, bin ich wütend oder was, ne? Das kann ich mir ja genau angucken. Und dann sehe ich, ah, da ist ein Muster. Erst geht es mir gut und dann, ne? Und so, das ist so ein Selbsterkenntnisprozess, der uns einfach nochmal tiefer in das Verständnis führt, was eigentlich so in uns vor sich geht. Und dass ich dann ja auch ändern kann. Und um mein Beispiel zu nennen, ich bin mega begeistert davon. Ich finde das so spannend. Ich habe letzte Nacht geträumt. Ich war mit der ganzen Familie, wir waren in einem Geschäft, in einem Einkaufsgeschäft, ne, um Lebensmittel zu kaufen. Und ich wollte unbedingt etwas Bestimmtes haben. Ich weiß nicht mehr was, aber irgendwas Bestimmtes wollte ich haben. Aber, und ich wollte es von der Mama, ich wollte es von dir haben. Aber du wolltest es mir nicht kaufen, aus welchem Grund auch immer oder keine Ahnung, irgendwie gab es das jetzt halt gerade nicht für mich. Und wir waren alle erwachsen, also es war keine kindliche Erfahrung oder so, sondern wir waren in dem Traum alle in dem Alter, wie wir jetzt sind. Und dann habe ich war total beleidigt, ich war super beleidigt. Ich hab dann gesagt, ja, dann lass mich halt in Ruhe. Hab die drei weggeschickt, also Mama, Papa und Roman. Und die haben dann den Einkauf fortgesetzt und ich habe an so einem Zeitungsständer gestanden und habe die ganze Zeit so eine Zeitung gelesen. Immer wieder kamen sie und haben mich halt mit einbinden wollen, mich gefragt, ist das okay oder wollen wir das kaufen oder, ne? Es hatte nichts mit der Sache zu tun, die ich wollte, sondern mit dem ganz normalen Einkauf. Das heißt, sie haben mich ja auch, wird mir jetzt gerade bewusst, sie haben mich ja auch mit einbinden wollen, ne? Aber ich war so in meinem Trotz und habe so gesagt, ja, ist mir egal und habe weiter diese Zeitung gelesen. Und dann kam es halt dazu, dass sie dann halt fertig waren, dann kamen sie wieder zu mir, ah ja, wir gehen jetzt zur Kasse, okay, dann habe ich die Zeitung weggelegt und ich habe dann gemerkt im Traum, dass die Mama heimlich die Zeitung genommen hat, um sie mir zu kaufen, um mich halt wieder, naja, besser zu stimmen. Sag ich mal, ne? Und das hat mich dann ein bisschen wütend gemacht, weil ich dann auch gesagt habe, jetzt lass die Zeitung bitte da liegen, ich will die nicht haben. Ich habe so, diese Zeitung habe ich schon zu Hause liegen.
Du brauchst mir die jetzt nicht zu kaufen. Ich habe die nur zu Hause noch nicht gelesen und weil sie hier liegt, habe ich jetzt da drin rumgeblättert. Aber ich will die nicht haben. So, dann bin ich irgendwann aufgewacht und dann kam es mir so, das ist sehr krass, dass ich in meinem Ego, es ist so eine Art Ego-Mechanismus von mir, dass wenn ich etwas will, also es gilt jetzt für mich persönlich, wenn ich etwas will oder in der Vergangenheit wollte, dann habe ich diesen Mechanismus benutzt, um das zu bekommen, was ich will, um meinen Willen durchzusetzen. Ne? Dann habe ich auch beleidigt gemacht, damit man mir das dann gibt, weil dann werde ich ja unausstehlich. Ne? So, also, und das hat auch geklappt, das hat auch als Kind geklappt. Ich habe heute Morgen so ein bisschen drüber nachgedacht, in Situationen, wo ich meine Grenzen nicht wirklich wahren konnte mit Worten, dass ich jetzt wirklich in der Energie war, in der selbstbewussten Energie war, zu sagen, hey, das geht mir jetzt zu weit. Dann habe ich einfach diesen Mechanismus quasi gestartet, war dann auf einmal beleidigt, zickig, wie auch immer, ne? Und dann habe ich bekommen, was ich wollte. Und das ist für mich ein sehr, ja, das ist halt so ein Ding. Natürlich ist das für mich von Vorteil, aber für meine Beziehungen nicht. Weil ich ja immer wieder, und das sind mir mehrere Beziehungen aufgefallen, als ich aufgewacht bin, in denen das so läuft oder gelaufen ist, dass ich gemerkt habe, okay, damit stoße ich ja immer wieder dem anderen vor den Kopf, um meinen Willen durchzubringen. Und da habe ich auch diese Gefühlskette und Gedankenkette wahrgenommen, wenn ich so zurückblicke, weil ihr wolltet mich ja wieder einbinden. Aber ich war so in meinem Ego drin, das kenne ich halt aus meinem Alltag, war so in meinem Ego drin, dass ich selbst das nicht akzeptieren wollte, diese Einladung wieder, hey, ich nehme dir das nicht übel, dass du jetzt so einen Gefühlsausbruch in Anführungsstrichen hast. Ich liebe dich trotzdem und will dich trotzdem noch einbinden. Nee, Einkauf in dem Fall. Dass ich dann im Alltag auch gerne mal trotzdem dabei bleibe, beleidigt zu sein, aus welchem Grund auch immer, um dem anderen dann irgendwie ein schlechtes Gefühl zu vermitteln, weil ich mich ja schlecht fühle, oder um, keine Ahnung, meinen Willen trotzdem irgendwie durchzusetzen, was auch immer. Und das finde ich so spannend, wenn wir uns unsere Träume mal unter dem Aspekt angucken. Und da brauchen wir auch oft nicht nach so irgendwelchen Symboliken zu gucken oder so. Manchmal der Impuls da, ich gucke, was die Amsel bedeutet oder der blaue Papagei. Aber was die Gefühle angeht, kann ich so schön meinen Alltag ablesen und mein Ego ablesen. Und da konnte ich jetzt schon mit den Personen heute allein sprechen, also unter anderem mit dir, Mama, und mit anderen, wo ich gemerkt habe, oh, dieses Muster greift auch in anderen Beziehungen, konnte ich mit denen reden und sagen, hey, wenn das nochmal vorkommt, dann machen wir ein Codewort aus und du sagst dann dieses Codewort zum Beispiel und dann kann ich direkt merken, ach, guck mal, da wollte ich jetzt gerade wieder ein altes Muster einsteigen. Aber ich möchte meine Beziehung nicht vergiften durch mein Ego, weil, keine Ahnung, weil ich irgendwas unbedingt haben will, vielleicht gibt es ja noch eine bessere Lösung für uns alle. Aber oft ist man ja so, nee, es geht nur Ja. das, was ich will. Also so ein Mensch bin ich. Und dass wir da halt das erkennen. Und ich finde das so spannend. Absolut, absolut. Und da wird auch bei deutlich, nicht nur, was wir aus unseren Träumen entnehmen können, wenn wir uns dem öffnen, sondern auch die radikale Ehrlichkeit zu sich selbst. Radikale Ehrlichkeit zu sich selbst, sich das einzugestehen. Dieses Muster habe ich bislang bedient. Und das, allein das Erkennen, damit habe ich es ja in der Hand, zu sagen, das löse ich, das mag ich nicht weiter, das ist eine Entscheidung. Und die radikale Ehrlichkeit dann natürlich den Menschen, die einem am Herzen liegen, bei denen man das Muster nicht weiter bedienen möchte. Weil das sind ja so Muster, die bedient man ja im Familienkreis oder im Freundeskreis. Mit Fremden gehen die ja nicht zu bedienen. Da sind ja keine Verstrickungen und Bindungen in der Richtung da. Und dann natürlich auch so
die Ehrlichkeit zu zeigen, hey, so und so schaut's aus, das habe ich erkannt, lass uns mal kurz drüber reden, ohne da jetzt eine Philosophie draus zu machen. Wenn künftig so eine Situation nochmal ist, wir machen ein Codewort aus und dann sagst du mir das und dann können wir es sofort switchen. Das ist so, 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 so wertvoll. Das ist sensationell. Das haben sogar jetzt mal unabhängig von Träumen, mein Papa und ich gerade so die erste Zeit auch mal gemacht, als wir hier auf Zypern waren, weil dann ist man in seinem Traumleben. Und alles ist in Butter und trotzdem findet man Dinge, wo man dann tagsüber vielleicht mal, ja, wir sagen immer so ein bisschen Hasengespräche, also unsinnige Gespräche, halt so ein bisschen Triggergespräche. In unserem internen Sprachjargon sind das Hasengespräche, die zu nichts führen, ne? Wo wir dann auch so ein, wir haben aber eine Gestik draus gemacht, wenn der eine bei dem anderen merkt, ich fange jetzt mit so einem Hasengespräch an, dass wir so eine Gestik draus gemacht haben und schon war es gut, mussten wir beide lachen. Das ist so, so wertvoll, Ja. so offen und ehrlich zu sein und bringt einen wirklich weiter, dass man diese Muster nicht weiter bedient. Und das zweite Ding ist aber auch, für mich war es ja auch eine wertvolle Erkenntnis, dadurch, dass du das mir erzählt hast, wo ich mich zur Verfügung gestellt habe, dieses Muster ja auch zu bedienen. Es gehören ja immer zwei dazu. Der eine, der dieses Muster hat, und dann jemand, meist halt aus dem familiären oder aus dem Freundeskreis, Bekanntenkreis, mit dem man einfach enger in Kontakt ist, der sich zur Verfügung stellt, damit das Muster auch bedient werden kann. Sensationell. Und je mehr wir da natürlich aus dem Ego rausgehen, uns Herz und Selbst gegenüber öffnen, radikal ehrlich zu uns sind, ohne das zu bewerten oder zu beurteilen, was habe ich da immer gemacht oder was auch immer, darum geht's nicht. Es einfach zu erkennen, anzuerkennen und dann zum Beispiel durch so was Simples, Einfaches zu sagen, lass uns Codewort abmachen, das nächste Mal Codewort und dann geht's auch nicht drum, in dem Moment in Diskussionen oder um Gottes Willen, was habe ich jetzt wieder? Codewort, atmen, gut ist. Format C, wie auf der Festplatte, beim Computer zu denken kurz. Let's go, weiter geht's. So einfach kann's sein. Ja, und ich muss auch gerade sagen, es ist jetzt für mich, ich glaube, vor ein paar Jahren hätte ich das noch nicht so ausdrücken können, dass ich das so easy gesagt hätte. Ah ja, da habe ich dich manipuliert, da habe ich dich irgendwie so, ne? Oder so, aber es ist halt ein Muster, weil mein Ego habe ich schon sehr, sehr zur Seite gestellt, sage ich mal, dass ich wirklich so sprechen kann, ne? Und dass ich das einfach so sagen kann. Ich glaube, das hängt auch ganz, ganz viel damit zusammen, wenn du wirklich Wertschätzung für eine Beziehung hast, dass du dann auch dein Ego wirklich zur Seite stellen kannst, weil in der Liebe ist für das Ego kein Platz. Weil wenn ich jetzt noch zu sehr im Ego wäre und die Beziehung dann wirklich wertschätzen würde, dann hätte ich dir das nicht erzählt. Dann wäre mir das nämlich unangenehm gewesen und ich hätte. Ne, aber ich bin nur nicht, oder was auch immer. Ne? Entweder ich hätte mich auf die eine Seite gestellt und hätte gesagt, boah, das ist doch schlimm und so, ne? Oder ich hätte mich auf die andere Seite gestellt, nein, sowas mache ich nicht. Ne? Also es setzt sich ja auch verschiedenster Form. Ich glaube, da kann man auch erkennen, wie viel Wertschätzung auch in der Beziehung liegt. Das ist schon mal das eine. Und du hast jetzt noch was gesagt, genau, das Muster zu bedienen. Und das finde ich mega spannend. Ich muss es ein bisschen anteasern für die nächste Folge, weil es gehören ja, wie du gesagt hast, immer zwei dazu. Und da kommen wir zu einem richtig spannenden Thema, weil das Muster, das ich habe, das liegt bei dir umgekehrt auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben ein Schlüsselschloss quasi. Prinzip, sag ich mal, weil mein Muster mit deinem Muster perfekt übereinstimmt. Wenn das nämlich nicht der Fall wäre, könnten wir uns gegenseitig das Muster nicht bedienen. Dann würde ich irgendwie so reagieren, aber würde ganz, ganz schnell merken, das funktioniert gar nicht. Das funktioniert ja nur, weil sie das entsprechende Gegenstück dafür hat. Und das ist für mich eines der spannendsten Dinge, die es überhaupt gibt.
Da geht es auf jeden Fall in einer der nächsten Podcast-Folgen drum. Aber das mal zu den Träumen auch vor allem. Ne? Absolut, absolut. Mir ist noch eins eingefallen, was ich euch gerne mit auf den Weg gebe. Wenn ich so gemerkt habe, ich kann es nicht so einfach, ja, aus dem Ego rausgehen oder es kommen doch so eine Art bisschen Schuldgefühle auf oder so irgendwie. Also wenn ich gemerkt habe, ich bin da gefühlsmäßig noch drin verstrickt. Ganz simpler, einfacher Satz. Einmal gesagt, gefühlt und auch gut ist, muss man auch keine Philosophie draus machen. Ich verzeihe mir alles das, was ich jemals gesagt, getan und gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Punkt. Ohne in irgendwas rumzuwühlen, ja? Also wenn ich merke, da habe ich mich zur Verfügung gestellt für ein Muster oder war jetzt selbst diejenige, wo sich ein Familienmitglied zur Verfügung gestellt hat, dass ich mein Muster bedient habe und dann so gemerkt habe, boah, das tut mir ja total leid, was habe ich da gemacht oder was? Also man richtet ja nichts Schlimmes damit an, aber man hat einfach so vom Herzen her das Gefühl, so prickelnd war das, nicht? Einfach mal kurz Augen schließen. Ich vergebe mir alles das, was ich jemals gesagt, getan, gedacht habe, was nicht in der Liebe war. Punkt aus Ende. Häkchen dran. Nicht nochmal drin wühlen. Und gut ist, und weiter geht's. Und wir agieren auch immer so aus zwei Dingen noch zum Bewusstmachen, aus Angst oder aus Liebe. Liebe, bedingungslose Liebe, kann niemals verletzen. Wenn ich radikal ehrlich bin und aus der Liebe heraus kommuniziere, kann ich niemanden verletzen. Niemals. Liebe kann nicht verletzen. Wenn ich aber aus Angst heraus, aus dem Ego heraus kommuniziere oder handle, und da fällt alles drunter, wie Wut, Hass, Zorn, Neid, Eifersucht, Ärger, die Angst zu kurz zu kommen, dann kann ich verletzend wirken. Und da gilt es einfach, ehrlich zu sich zu sein. Und was dann natürlich auch hilft, wenn man mal so da dazu geneigt ist, ne, und merkt, man ist gerade dazu geneigt, aus einer Angst heraus zu reagieren, weil agieren aus der Liebe heraus würde man ja agieren, also aufgrund von Prägungen zu reagieren, erstmal zu atmen und sich mal ganz kurz die Frage zu stellen, wie würde denn die Liebe sich jetzt entscheiden? Und dann das eigene Ego in der Richtung zu überwinden und nochmal drauf zu atmen. Und gut ist, immer alles eine Entscheidung. Kann so einfach sein. Wir müssen nicht immer überall den Haken suchen und denken, so einfach kann es ja nicht sein. Wenn es so einfach wäre, würde es ja jeder machen. Ja, natürlich, aber es ist dennoch so einfach, auch wenn es nicht jeder so macht. Aber du hörst uns jetzt hier zu und darfst jetzt auch das aufnehmen und für dich deine Entscheidungen treffen und deine Träume künftig unter den Aspekten sehen und es dir einfacher machen. Und die Botschaften deiner Träume erkennen. Auf eine ganz simple, einfache Art und Weise. Da brauchst du noch nicht mal Geld dazu, da brauchst du auch nicht eine außenstehende Person dazu, sondern dich selbst und die Ehrlichkeit und die Verbindung zu dir selbst. That's it. Genau. Vielleicht noch kleines abschließendes Beispiel, um den Kreis nochmal zu schließen. Ich habe es vorhin schon gesagt und du hast es jetzt mit der Angst und der Liebe so gut beschrieben. Die Situation, in denen ich früher zum Beispiel als Kind meine Grenzen nicht wahren konnte, waren die, in der ich nicht ganz in der Liebe selbstbewusst stehen konnte. Weil wenn ich in der Liebe da stehe und wirklich ganz klar und deutlich liebevoll sage, das geht mir gerade zu weit, das möchte ich nicht mehr. Oder mich in der Liebe eben auch traue zu gehen, dann passiert da, wie gesagt, keine Verletzung. Da ich mich aber nicht in der Lage gefühlt habe in diesem Moment, wenn wir das jetzt mal ein bisschen analysieren, sondern da eher aus der Angst gehandelt habe, okay, da wird gerade eine Grenze überschritten, ich weiß gerade nicht, wie ich damit umgehen soll, ich habe gerade Angst, dass ich runtergemacht werde, klein gemacht werde, verletzt werde, was auch immer für Ängste damit mit drin sind, dann reagiere ich mit diesem Beleidigtsein. Und schon habe ich bekommen, ich habe das ja als Kind irgendwann mal ausprobiert anscheinend, erste Mal, und habe dann gemerkt, ah, okay, dann kriege ich, was ich will. Oder dann wird meine Grenze gewahrt. Dann wendet der andere sich von mir ab und lässt mich in Ruhe und ich habe meinen Frieden. Ne? Das hat sich also irgendwann mal bewährt.
Und in dem Sinne, also das, da erkennt man, was wäre jetzt ein angstvolles Handeln, was wäre ein liebevolles Handeln, um das Beispiel nochmal aufzugreifen. Ich glaube, bevor wir jetzt hier weitermachen, geht es, glaube ich, erst in der nächsten Folge weiter. Auf jeden Fall mit Ego. Wie erkenne ich Ego? Was ist das Ego überhaupt? Und wie sich solche Muster auswirken. Genau. In diesem Sinne. Sehr schön. Ah, hey. Ah, hey. Von tiefstem Herzen ein Dank an dich für dein aufmerksames Zuhören, für deine Offenheit und dein Sein. In den Shownotes findest du mehr von uns und wie du in unser ProVita-Universum einsteigen kannst. Lass uns gerne in den Kommentaren wissen, was durch unsere Worte in dir in Bewegung gekommen ist. Und unsere Empfehlung ist, lass das Gehörte gerne nachwirken. Spür rein, was dir gut tut und genieße deine ganz persönliche Lebensreise. Von Herzen verbunden, deine Irmgard Anna und Madeleine Viola Milina.